Fahrweg mit der Bitte, Fragen zu antworten. Immer eine Herausforderung. Nochmal zum leidigen Thema Cum-Ex. Der Staatsanwaltschaft in Köln sollen Hinweise vorliegen, die darauf hindeuten, dass Olaf Scholz sich mehr als dreimal mit dem Cum-Ex-Drahtzieher Olarius getroffen hat. Also unter anderem T-Online haben darüber berichtet. Jetzt würde die Aufdeckung von einem vierten Treffen ja sicherlich, wäre es das Ende der politischen Karriere von Olaf Scholz, darin liegt ja ein enormer Erpressungspotenzial. Jeder drittklassige Hamburger Unterwelttyp hätte was gegen... Das ist nicht die genaue Definition von Kurz. Ihre Frage, oder, bitte. Das unterscheidet sich manchmal. Aber die Frage ist sozusagen, um diese Szenarien ausschließen zu können für unsere Republik, dass es da kein Erpressungspotenzial gibt gegen Olaf Scholz, können Sie ja vollumfänglich verneinen, dass Olaf Scholz sich nicht mehr als dreimal mit dem Cum-Ex-Drahtzieher Olarius getroffen hat? Ich kann Ihnen dazu nichts Neues hier sagen. Weitere Fragen zu dieser Antwort immerhin. Thema.